Hallo ihr Lieben! Auch in dieser Woche findet in beinahe jeder größeren Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ein Spaziergang statt, um auf die derzeitige Situation kritisch aufmerksam zu machen. Immer mehr Leute gehen auf die Straße, weil sie die Wirkung der Impfung skeptisch gegenüberstehen. Im August hieß es noch: Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit. Nun stellt sich heraus, dass Impfzertifikate nur 9 Monate gültig sind. Das heißt, nach 9 Monaten gilt der doppelt Geimpfte als ungeimpft. Wenn ich nur noch mit einem digitalen Impfpass ausgestattet reisen darf, wenn ich nur noch mit einem digitalen Impfpass ausgestattet ins Restaurant gehen darf oder einkaufen gehen darf, dann ist doch die entscheidende Frage: Ist die Impfung der Weg in die Freiheit oder der Weg in die Abhängigkeit? Diese Welt, also eine Welt, in der wir vom Impfstoff abhängig sind, um irgendwo Zutritt zu erhalten, wird gerade installiert. Und wenn wir den spannenden Worten von Weltärztepräsident Montgomery aufmerksam zuhören, dann ist leider davon auszugehen, dass der Zustand noch über Jahre anhält. Aber wir müssen auch Impfanreize setzen. Wenn wir für die Geimpften und die Ungeimpften hinterher eine identische Situation herstellen, entfällt der Anreiz, sich impfen zu lassen, sich kurzfristig impfen zu lassen. Und das wäre schade, denn wir brauchen die Impfung ja auch noch für die 5., die 6. und die 7. Welle, was immer da noch auf uns zukommt in der Zukunft. Wenn ihr in einer Welt leben wollt, wo wir auch ohne QR-Code am öffentlichen Leben teilhaben dürfen, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns spazieren. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, glauben wir denn echt? Wir können alles kontrollieren, denunzieren, was wir tun sollen und was nicht. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, wann hört das hier auf? Wäre es nicht besser zu leben, anstatt planlos zuzusehen, wie man uns unsere Zukunft raubt? Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit, Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Sag mal, wollen wir denn echt, dass Kinder heute leiden, Fremde über sie entscheiden, was sie tun sollen und was nicht? Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Wir lassen Menschen allein, nur weil andere uns sagen, es sei zu riskant, wir sollen lieber auf Abstand sein. Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träumer. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit, Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder.